In vielen Gegenden Österreich macht man zu Allerheiligen diese typischen kleinen Allerheiligenstriezel. Aber woher stammt dieser Brauch eigentlich? Angeblich war es im 19. Jahrhundert der Brauch, arme Kinder am Vorabend zu Allerheiligen mit einem Striezel zu beschenken. Diese Kinder oder auch sogenannten Striezelbettler sollten für die Toten beten und galten als Vorboten für ein gesegnetes Jahr. Mancherorts wurden die Striezel auch auf die Gräber gelegt, um als Verpflegung für die Verstorbenen zu dienen, weil man damals eben noch der Überzeugung war, dass sie in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseen wieder auf die Welt zurückkehren. Macht ihr zu Allerheiligen auch Striezel? Unser Rezept findet ihr jedenfalls in der Videobeschreibung und das komplette Video inklusive Anleitung findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal. In dem Sinne, Mahlzeit!